Kann er nicht schneller laufen? Ist ein bisschen zu langsam. Hätte ein bisschen schneller machen können. Naja, in Witcher 3 ist ja Plötze da. Der erleichtert das. Aber wo ist Plötze denn hier? Habt ihr alle umgebracht? Hm. Todesessenz. Hm. So, dann haben wir das auch erledigt. Dann können wir mal die Mine machen. Lasst sie nicht sterben, Fatger. Komm ich denn da rein? Achso, die ist hier. Das ist ein anderer Weg. So, Philippa. Willst du über etwas reden? Ich habe das Band von Triss. Konntest du etwas herausfinden? Triss war hier. Leto hat sie zum Teleport gezwungen. Warum? Es gibt einfachere Reisemethoden. Zwei von Letos Kumpanen hielten sich bei den Skoyatel versteckt. Vermutlich die, die für Demavents Tod verantwortlich sind. Als in Flotsam ruchbar wurde, dass der Königsmörder Jorvet beseitigen wollte, hat der befohlen, Letos Kumpanen den Gar auszumachen. Leto musste das Kommando also vor den Elfen erreichen. Und dazu war der Teleport die einzige Möglichkeit. Ich verstehe. Triss wollte zu mir, hat mich aber verfehlt. Sie ist in den Schluchten gelandet. Was geschah weiter? Leto hat sie verwundet zurückgelassen. Hat wohl gemeint, sie wäre eine feine Abwechslung im Trollmenü. Er ist zu den Elfen gegangen und hat mit seinen Kumpanen das Kommando ausgelöscht. Sie sind irgendwo, jenseits des Nebels. Und Triss? Ist dem Troll entkommen. Alles deutet darauf hin, dass sie nicht weit von hier ist. Ich versichere dir, in Vergen ist sie nicht. Sie muss irgendwo hier sein. Finde sie. Ich versuch's. Brauche aber ein bisschen Zeit. Was hast du sonst noch erfahren? Sheila hat befohlen, Leto und Triss zu töten. Nicht zu fassen. Aber wahr. Ich habe die Söldner getroffen, denen sie befohlen hat, Leto und alle, die bei ihm sind, zu töten. Damit meinte sie doch die Königsmörder. Bist du sicher, dass sie von Triss wusste? Wie sicher bist denn du, was Sheila angeht? Zwischen ihr und Triss war etwas. Sicher nur ein Missverständnis. Möglich. Wir müssen Triss finden, dann klärt sich alles auf. Ich brauche ein bisschen Zeit. Was ist denn da los? Sehen wir nach. Hm. Was ist hier los? Die Bauern wollen den Sohn von König Demavent auf ihren Forken sehen. Weshalb? Einem Diener zufolge hat Stannis Saskia vergiftet. Die Bauern sind wie wild deswegen. Der reinste Lynchmob. Wo ist denn der Fürst? Hat sich in seinem Gemach verbarrikadiert. Der Adel bewacht ihn. Vorläufig haben die Bauern noch zu viel Respekt, aber der Wahn greift weiter um sich. Es kann jeden Moment zum Schlimmsten kommen. Bitte helft uns, die Sache ist ernst. Ich informiere derweil die übrigen Adligen. Ich dachte, die Sache wäre jetzt abgeschlossen. Hunde knurren Katzen an, Katzen fauchen Hunde an. Adlige und Bauern sind genauso. Spar dir die Vergleiche aus dem Tierreich und kümmer dich darum. Ich versuche inzwischen Triss zu finden. Und denk dran, falls Stannis etwas zustoßen sollte, wir brauchen sein Blut. Das vergesse ich schon nicht. Okay. Levelaufstieg. Bis mal leveln, macht der Bikinias nochmal.
Hier. Alchemie-Schwertkampf. Ich mache einfach irgendwas. Magie, ja. Ich bin eher mit Schwert. Naja, beim nächsten Mal gucken wir mal, was da hinten losgeht. Da unten. Und was ist hier? Ich grüße dich. Naja, wir sehen es dann. Bis zum nächsten Mal. Geralt! Gut, dass du da bist. Das Bauernvolk glaubt, Stannis hätte bei Saskias Vergiftung die Finger im Spiel gehabt. Es will ihn dafür schlachten. Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von The Witcher. Was hält sie davon ab? Treibt sie denn keiner auseinander? Sorgt denn keiner für Ordnung? Skullen Burden und seine Zwerge versuchen, die Menge in Schach zu halten. Aber sie sind so wenige. Ach, die Bauern geifern jetzt eine Weile. Hauen irgendwem ein paar rein und verziehen sich wieder in die Karten. So sind sie eben. Du bist dumm. Das sind keine Bauern mehr. Die haben was anderes als die Ernte im Kopf. Diesmal kommt's wohl hart auf hart. Alles herhören. Was willst du denn hier? In Wergen für Ordnung sorgen. Ich bin Skullen Burden. Na, du bist mir der Richtige. Wo warst du denn, als man Saskia vergiftet hat? Holt den Fürsten her und dann ordentlich ausdreschen. Halt! Jorvid! Die Eichhörnchen. Wer diesen Hof heil verlassen will, lässt die Pfoten von den Waffen. Bauer oder Herr, das schert mich nicht. Ich bringe euch alle um, wenn es sein muss. Was ist hier los? Der Diener, der beim Bankett den Wein ausgeschenkt hat, sagt, der Fürst und Olkan haben Saskia vergiftet. Wir wollen Gerechtigkeit. Nein, ihr wollt Rache. Das ist nicht dasselbe. Schnurz! Saskia liegt im Sterben. Und der Fürst, dieser Giftmischer und die adligen Herren warten nur darauf, uns auf die Felder zu jagen und sich an Hänsel zu verkaufen. Das lassen wir nicht zu. Unsinn, Kalten. Niemand will sich hier verkaufen. Und der Schuldige muss gefangen und nach dem Gesetz verurteilt werden. Nach wessen Gesetz denn? Nach eurem? Und dann zahlt er ein Wehrgeld und kriegt einen Klaps auf den Arsch? Nein, den Klaps übernehmen wir mit der Axt auf den Schädel. Wo ist denn dieser Diener jetzt? In Sicherheit. Die Skoyatel bewachen ihn. Und warum verkriecht sich der Fürst, wenn er unschuldig ist? Schluss! Dem Ersten, der eine Waffe zieht, schieße ich die Hand kaputt. Und dann rollen hier Köpfe. Wir sind in der Überzahl. Du schaffst uns nicht alle. Mit dir würde ich anfangen. Und jetzt verschwindet. Wir müssen schnell etwas unternehmen. Was hast du vor? Sie ein bisschen erschrecken. Blut fließen lassen, wenn's nötig ist. Ich verschaffe dir etwas Zeit. Aber beeil dich, ich kann sie nicht lange aufhalten. Frag die Bauern, den Adel. Red mit den Zwergen. Vielleicht schaffst du es sogar, bis zu Stannis vorzudringen. Wenn er es wirklich war, hat er sicher ein hübsches Märchen parat. Du wirst schon die Spreu vom Weizen trennen. Und geh auch zu diesem Diener, der plötzlich so redselig ist. Du hast nicht die Zeit, mit allen zu sprechen, so viel ist sicher. Okay. Aber überall, wo wir sind, wird entschieden Chaos. Auf wessen Seite steht der Hexer? Der ist in bestem Einvernehmen mit diesem verdammten Elf. Steht Vielleicht euch, hat ja. er gar keine üblen Absichten. Gut, dass sich endlich einer drum gekümmert Kann ich mit dir reden? Ja, warum nicht? Ich bin Ogden, Metallgießer. Becher, Teller, Kelche.
Brauchst du sowas, Hexer? Nein, hab Dank. Das Geschirr im Ratssaal, ist das von dir? Wohl. Ich habe es noch zu Zeiten von Bürgermeister Faragut gefertigt. Jeder meiner Kelche ist zigmal auf dem Steinboden gelandet. Und was ist passiert? Nichts, weil sie aus Stahl sind. Sie sind unverwüstlich, halten der Wut der Herrscher und der Trampeligkeit der Diener stand. Saskias Kelch war neu. War er. Ich möchte wetten, dass Saskia zu Faraguts Zeiten noch nicht mehr war als ein Blutstau in Papis Hosen. Wer hat dir den Auftrag gegeben? Der Kelch war ein Geschenk. Ein Attribut der Vergener an Saskia. Ich hatte die Ehre, ihn herzustellen und unserer schönen Anführerin zu überreichen. Und er hat ihr so gut gefallen, dass sie seitdem nur noch daraus trinkt. War das ein gewöhnlicher Kelch? Als Geschenk? Papalapap. Aufs Delikateste ziseliert. Nicht nur außen, sondern auch innen. Nicht sehr praktisch zwar, da schlecht zu reinigen, aber für unsere Saskia muss es schon etwas richtig Prächtiges sein. Sonst sind Kelche innen nicht ziseliert? Nein, natürlich nicht. Könnte es zwei identische Kelche geben? In Vergen gibt es keinen zweiten Handwerker wie mich. Vielleicht hat jemand versucht, dich zu kopieren. Ich kenne da einen, der das seit Jahren versucht. Aber das ist ein schrecklicher Stümper. Nicht einen vernünftigen Kelch hat er zustande gebracht. Sieht alles aus wie das Machwerk betrunkener Elfen. Thorak heißt er übrigens. Aber es liegt doch nicht am Cage. Es liegt doch nur, was da drin war. Wir sehen uns bei einem Bier in der Schenke. Schuld muss immer erst bewiesen werden. Kann ich mit dir reden? Gleich gehen sie sich an die Kehlen. Das ist der gleiche? Ja. Bitte. Wir sehen uns bei einem... Da hast du recht, Ferseschmied. Kann ich mit dir reden? Hä? Gleich geht... Okay. Wir sehen uns... Bauern, Volk und Herrenleut werden nie auf einer Seite stehen. Den kann ich mit dir reden? Gleich geht... Wessen Arsch auf dem höchsten Stühlchen zieht. Kann ich mit denen reden? Erzähl das mal Hänselt. Wenn die sich jetzt in die Wolle kriegen, dann stehen wir der geballten Macht von Catwin allein gegenüber. Das sieht nicht gut aus. Die Bauern sind schrecklich aufgebracht. Endlich eine Möglichkeit, sich für alles zu rächen. Der Adel wird nicht einknicken. Weil sie solche Feiglinge sind. Tja, wenn Stannis Kopf fällt, behalten sie ihre auch nicht mehr lange, das wissen sie. Ein Patt. Und es ist weiter unklar, ob der Fürst schuldig ist. Japen glaubt, es muss jemand aus Edern gewesen sein, während Sheldon seinen Bart darauf setzt, dass es Hänsels Leute waren. Hat einer mit dem Fürsten gesprochen? Ist jemand in Stannis Gemächer gelangt? Wie denn? Die Adligen hüten ihn, wie die Matrone den Schoß ihres Mündels. Wenn der Pöbel den Fürsten auseinandernimmt, ist er nicht mehr aufzuhalten. Dann können sie einpacken. Drum stehen sie hinter ihm wie eine Mauer, ganz egal, ob er schuldig ist. Stannis hat noch mehr Dreck am Stecken als jeder Eselsficker. Boah. Was? Wer aus Adligen könnte das getan haben? Hat Japen irgendwelche Beweise, dass es jemand von hier war? Beweise? Japen sagt, er würde das eben spüren. Japan. Verdammter, griesgrämiger Prophet. Vielleicht lag er tatsächlich richtig. Durch den Geisternebel konnte jedenfalls niemand kommen. Es muss jemand von hier sein. Meinst du nicht, dass Hänselt jemanden hätte schicken können, bevor die Geister kamen? Wie kommt Sheldon auf die Idee, das könne Hänselts Werk gewesen sein? Hänselt einigt sich eher mit Stannis als mit Saskia. Ihr Tod käme ihm ganz recht. Sultan? Wie konnte bloß jemand Saskia vergiften? Sie ist doch mit allen Wassern gewaschen. Man kommt nicht einfach so in ihre Nähe. Vielleicht hat es jemand getan, den sie kennt. Saskia konnte es taufen. Siehst ja, wohin sie das gepfeift. Du pfeifst schon noch ein anderes Liedchen, wenn wir dir die Sichel durch die Kehle ziehen. Was streicht der Kerl hier herum wie ein Furz in einer Zwergenhütte? Hexer sind doch immer in Geldnöten. Warum nicht verbreiten, dass der Fürst unschuldig ist und einen dicken Beutel einstreichen? Er sollte den von uns aufsuchen, der bei der Jungfrau gedient hat, statt hier rumzutrudeln wie die Scheiße im Eisloch. Nach dem Fürsten muss mit den Mächtigen aufgeräumt werden. Die machen sich viel zu breit.
Fürst Dennis stand während der Beratung neben Saskia. Hatte er Zugang zum Weinkeller? Woher soll ich das wissen? Du reißt doch hier die Klappe auf. Ja, ist echt. Der Fürst ist ein reicher Mann. Das ist doch nichts für den, einen Koch zu bestechen, dass der den Wein vergiftet. Dass sich einer Goldzähne leisten kann, heißt noch lange nicht, dass er sich die Gesunden ausreißt. Ja. Worum geht es euch wirklich? Und wer steht hinter euch? Wir wollen endlich Gerechtigkeit. Wir brauchen keinen, der hinter uns steht. Wir wissen selber, was zu tun ist. Wie wollt ihr den Fürst... Scheiße. Oh, Entschuldigung. Ich bin aus Versehen auf den Knopf gedrückt. Komm, weil ich... dann hart gerade drauf hatte. Scheiße, verdammt. Mist. Kacke. Hey, Hexer. Komm doch mal her. Gerard! Was? Ach so. Hä? Her mit diesem Hurenbock. Hey, kann ich mit... gleich... Ach so, ist schon. Wir sehen uns. So. Gut, dass sich endlich einer drum gekümmert hat. Trotzlöffel. Was? Er sollte nachdem. So, weil die Quest aktualisiert worden ist. Fürst. Woher soll. Du reißt doch hier die Klappe auf. So, jetzt. Der Fürst ist ein reicher Mann. Das ist doch nichts für den, einen Koch zu bestechen, dass der den Wein vergiftet. Dass sich einer Goldzähne leisten kann, heißt noch lange nicht, dass er sich die Gesunden ausreißt. Worum geht es euch wirklich? Und wer steht hinter euch? Wir wollen endlich Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Wir brauchen keinen, der hinter uns steht. Ja, wir wissen selber, was zu tun ist. Wie wollt ihr den Fürsten denn bestrafen? Ein Bauer wird schon verprügelt, wenn er nur seine Hühner falsch zählt. Was meinst du, womit ein Giftmörder rechnen kann? Wir machen ihn kalt. Ein Land ohne Anführer ist ein Hirngespinst. Unser Anführer ist die Jungfrau von Edirn. Es ist nicht klar, ob sie überlebt. Wir können noch einen anderen wählen, der sich dafür eignet. Aber es muss ein Bauer sein. Nur ein Bauer versteht einen Bauern. Und dann sind alle Leute gleich, auf unsere Art. Und die Anderlinge? Kuhscheiße haben wir genug auf den Feldern. Die Anderlinge sollen sich ihr Anderlingsland suchen. Fort mit denen! Warum? Was haben die getan? Kennt ihr den, der Saskia bedient hat? Heinz Braunkappen. Er hat den Wein ausgeschenkt, aber er liebt das Fräulein mehr als seine Schwester und seine Mutter zusammen. Er würde sich für sie in Stücke reißen lassen. Wo finde ich denn euren Heinz? Der versteckt sich in einer Hütte, hat Angst vor den Herren. Die Eichhörnchen bewachen ihn. Okay. Danke, ne? Lebt wohl. Her mit diesem Hurenbock! Scher dich auf deinen Misthaufen, Rotzlöffel! Du pfeifst schon noch ein anderes Liedchen, wenn wir dir die Sichel durch die Kehle ziehen. Drohen kannst du deinem nach Schweinekoben stinkenden Weibsbild. Ich würde mich freuen, eure Ansicht in dieser Sache zu erfahren. Holmes, ne? Endlich ein vernünftiger Mensch. Das ist doch sonnenklar. Hänselt hat einen Bauern bestochen und der hat getan, was sie verlangten. Interessantes Konzept. Überleg doch mal. Der Fürst kann es nicht gewesen sein. Stand doch der Wein die ganze Zeit für alle sichtbar da. Nur die Diener haben die Kannen berührt. Und die Diener sind Bauern. Dann hat der bestochene Bauer seine eigenen Leute gegen den Adel und den Fürsten aufgehetzt. Ich werde bedenken, was du gesagt hast. Schluss! Schluss mit diesem Zirkus! Leute, nehmt doch Vernunft an! Setzt euch zusammen und redet miteinander. Gequasselt haben wir genug. Auf, Kameraden, zerren wir den Fürsten aus seinem Loch. Wergen ist keine Kloake, in die jeder scheißen kann, wie er will. Hier herrschen Gesetze und über ihre Einhaltung wacht Skalenbörden. Es gibt kein Gesetz, das Bauern erlaubt, Nachkommen des Königs zu bedrohen. Das sage ich, Silgrad, Bruder Seldkirks, des größten Ritters, den der Boden von Edirn je getragen hat. Nun hört schon auf mit der Leier von Schloss und Stall. Jeder Trottel kann irgendwen verdächtigen. Jemandes Schuld zu beweisen, ist viel schwieriger. Ein Bauernknecht verbreitet, dass Fürst Stannis Saskia nach dem Leben getrachtet hat. Warum hätte sich der Fürst dazu versteigen sollen? Bedenkt, aus welch trefflichem Geschlecht er stammt. Deshalb ja! Dieser Lausewanst giert nach der Krone! Erinnert ihr euch denn nicht, wie tapfer er Saskia zur Seite stand während der Verhandlungen mit Hänselt?
Der Fuchs hat nur so getan, als ob er's mit ihr hielte, um die dummen Bauern reinzulegen. Aber die Bauern sind nicht gar so blöd, wie die Herren denken. Ihr seht ja selbst, wie sie den Fürsten hassen und ihr Gift versprühen. Sie haben eine Intrige angezettelt, um ihn loszuwerden. Saskias Diener hat gesagt... Wo ist dieser Diener, frage ich. Wenn er was zu berichten hat, warum verbirgt er sich dann wie ein Dieb? Das ist doch ganz einfach. Er ist ein Betrüger. Er versteckt sich, damit ihr ihn nicht schlachtet, ihr Hurensöhne. Die Eichhörnchen müssen ihn vor euch schützen. Eine letzte Frage. Wie hätte der Fürst Saskia vergiften können? Es ist doch bekannt, dass der Wein vorgekostet wird, ehe die Jungfrau davon trinkt. Der Wein selbst muss nicht vergiftet gewesen sein. Es hätte genügt, den Boden des Kelches mit dem Gift einzureiben. Das höre ich aber zum ersten Mal, dass jemand einen Kelch vergiftet. Du hast noch nicht viel gehört. Ein Vorfahr des Kaisers starb, als er von einer Lammkeule gekostet hatte. Dabei hatte er panische Angst vor Gift und nahm sein Abendessen immer gemeinsam mit dem Koch zu sich. Der Mörder hatte eine Seite des Fleischmessers mit Gift bestrichen und die Keule so aufgeschnitten, dass nur ein einziges Stück vergiftet war. Recht hat der Hexer! Her mit Stannis! Saskia hatte ihren eigenen Kelch. Und der war bei einem der Zwerge bestellt worden, nach einer sehr genauen Zeichnung. Aber wer hat ihn dann Saskia gegeben? Du hast recht. Wir wissen nicht, ob der Fürst den Wein vergiftet hat. Stannis ist ein Fetzen, der sich immer in den Wind dreht, das wissen alle! Beweise seine Schuld, anstatt ihn zu beleidigen, du Bauerntölpel. Und wer hätte es sonst tun können? Keinem Bauern konnte daran gelegen sein, dem Fräulein etwas anzutun. Niemals! Weil es sie gibt, müssen solche Herrenhunde mit uns rechnen. Keiner sägt an der Stange, auf der er sitzt. Kein Bauer ist so dumm, die Hand gegen seinen Retter zu erheben. Es hat ja vielleicht auch kein Bauer getan. Das bedeutet aber nicht, dass es der Fürst war, du Schwachkopf. Dann frage ich, wer hat denn sein Gemach neben Saskias? Aus wessen verlaustem Keller kam der Wein? Wer hat Zutritt zur Küche der Jungfrau? Der allergnädigste Fürst vom Hurengeschlecht. Es gibt niemanden in Vergen, der Saskia töten will. Und selbst wenn, hätte es niemand vermocht, außer Stannis. Boah, ey. Scheiße, was soll ich denn nehmen? Ja, es passt alles zusammen, Mariam. Das ist schon... Ja. Aber das sind auch... Es ist beides richtig. Richtig, richtig. Vorläufig sieht es so aus, als käme Saskias Tod Stannis sehr gelegen.